Wir berichten vom ersten Spiel der japanischen Nationalmeisterschaften. Unsere Jungs treten gegen die berüchtigte Pazifikliga an. Eine Störung? Nanu? Unser Sensorseismograph liegt bei Pegel 2. Alle anderen Überwachungsgeräte zeigen 8 an. Ein unglaubliches Phänomen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Was tust du hier? Du bist schwanger. Das ist gefährlich. Dieses Phänomen ist das erste seiner Art überhaupt. Das will ich sehen. Das kann ich verstehen, aber... Komm, lass uns beobachten, was geschieht. Euch zu sehen. Seid herzlich willkommen. Ihr befindet euch in der Nacht von Wunderland. Ich bin Fabula.
Ich bin eure Führerin. Es ist lange her, es war vor 12 Jahren am Tag der Konjunktion, als sich die Säule der chaotischen Dunkelheit zum ersten Mal zeigte. Nun soll eine neue Geschichte ihren Anfang nehmen. Eine andere Herausforderung wird entstehen und ich werde euch in dem Abenteuer begleiten. Die Reise geht. Ihr werdet staunen. In das Wunderland. Komisch, die vielen Touristen, die sonst da sind, kommen gar nicht mehr. Kein Wunder, es ist ja auch noch ein Tourenboot verschwunden. Weißt du, was ich glaube? Die Säule der Dunkelheit führt zum Wunderland. Eigenartigerweise verschwinden auch dauernd Leute, die in der U-Bahn arbeiten. Ja, und jetzt haben sie die U-Bahn deswegen schon geschlossen. Ei, was machen wir denn, wenn wir auch verschwinden? Ich meine, das, was wir vorhaben, ist gefährlich, oder? Uns passiert schon nichts. Unsere Eltern haben es doch auch mindestens einmal hin und zurück geschafft. Sie kommt nicht. Wir müssen noch etwas warten. Sie kommt bestimmt. Wenn du meinst, hast du gar keine Angst? Wir suchen unsere Eltern, weißt du das nicht mehr? Wir haben keine Zeit für sowas Blödes wie Angst. Ja, richtig. Also, keine Angst. Oh. Hör mal, die U-Bahn. Sie kommt. Ich hab's gewusst. Es stimmt also wirklich. Oh nein! Sieh doch, die Tür ist auf. Das sieht sehr dunkel aus, oder? Sollen wir einsteigen? Na klar, deswegen sind wir doch hergekommen, du Angsthase. Oh Mann, das ist das Signal. Gleich fährt der Zug ab. Dann müssen wir uns beeilen. Los, komm! Das ist eine normale U-Bahn, oder? Meinst du? Unsere Eltern haben genauso einen Zug genommen. Wir sind also auf der richtigen Spur. Hoffentlich. Hallo, hier spricht Pazifist. Im Augenblick ist die Situation... Sie wollen uns verwirren, wir wissen Bescheid. Sei nicht so frech zu ihr. Meine Schwester meint das nicht so. Schon gut. Aber eine Frage. Seid ihr die Geister, die hier im Zug leben? Was soll die Frage? Sie sind doch selber ein Geist. Jetzt hör aber mal auf, Ei. Ich heiße Yu und das ist meine Schwester Ei. Wir suchen unsere Eltern und sind auf dem Weg ins Wunderland. Ins Wunderland? Ja, unser Vater hat ein Buch geschrieben, in dem er behauptet, dass die Säule der chaotischen Dunkelheit die Verbindung zum Wunderland darstellt. Der Tag der Konjunktion. Professor Hayakawa hatte sich auf die physikalischen Gesetzmäßigkeiten von Wunderland spezialisiert. In dem Buch beschreiben unsere Eltern, dass sie auf dem Weg ins Wunderland die U-Bahn genommen haben. Wir haben Nachforschungen angestellt. Einem geheimnisvollen Gerücht zufolge erreicht man das Wunderland, wenn man in einer Vollmondnacht 13 Sekunden nach 0.13 Uhr diesen Zug besteigt. Wie gesagt, ich bin Yu Hayakawa. Und meine ältere Schwester, die heißt... Ai Hayakawa. Ich bin nicht wirklich älter. Wir sind nämlich Zwillinge. Freut mich. Und ich heiße Lisa. Und wieso fahren Sie dieser U-Bahn? Tja, also ich, ja. Hilfe, was passiert denn jetzt? Haltet euch gut
Sieht so aus, als hätten wir angehalten. Oh Mann, ob das das Wunderland ist? Ich hab's im Gefühl, Mama und Papa sind hier irgendwo. Sieht so aus, als könnten wir raus, aber... Nichts aber. Was? Na klar, wir klettern raus. Ich kann nicht mehr. Ist es noch weit? Eben hattest du noch eine große Klappe. Da oben sehe ich Licht. Da ist ein Ausgang. Eine Frage, Fräulein Lisa. Suchen Sie auch jemanden, der im Wunderland verschwunden ist? Sie sucht bestimmt ihren Liebsten. Ich bitte euch, ihr braucht nicht Fräulein zu sagen. Ihr könnt mich ruhig duzen. Oh. Endlich frische Luft! Oh. Sind wir jetzt etwa im Wunderland? Wo sind wir denn hier? Ist das das Wunderland? Sieht wie eine stinknormale Stadt aus. Stimmt, bis auf den Himmel. Ihr bleibt am besten in meiner Nähe, lauft nicht weg. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Aber die Rutsche hier sieht total normal aus. Ich bin Rutschenspezialist. Oh! Kommt mal her, ich habe was gefunden. Das hier ist gar kein Haus, das sind ja richtige Wurzeln. Was passiert? Hier ist überhaupt nichts stinknormal. Ich hab's gleich gewusst. Wir sind im Wunderland. Ui! Was war das denn? Nanu? Oh. Ah, ich hab eine Idee. Komm, hier, friss. Lecker, lecker Schokolade. Na komm, hier, friss. Komm, Piepchen, Schoki, Schoki, hier, friss. Die ist für dich. Sag mal, spinnst du? Was machst du denn mit unserem Proviant? Den brauchen wir doch noch. Tja. Oh. Oh. Hilfe. Oh. Ich hab dir euch nicht wehgetan. Ich sehe alles doppelt und bunt. Oh? Ja, genau. Das stand doch auch in Papas Buch. Er hat von den Glücksvögeln geschrieben, die im Wunderland leben. Wir müssen ihm hinterher. Halt, Vogel, warte! Nicht, bleib hier! Vogel! Hast du zufällig unsere Eltern gesehen? Wo ist er denn so plötzlich hin? Oh! Zwischen den Wurzeln. Oh! Ob der wohl tot ist? Oh! Wer seid ihr? Und wo bin ich? Genau dasselbe hätten wir sie jetzt auch gleich gefragt. Sie kennen sich hier im Wunderland scheinbar auch nicht besser aus. Im Wunderland? Dann ist dieser Schurke auch hier. Welchen Schurken meinen Sie? Suchen Sie jemanden Bestimmtes? Wer bist du? Ja, wer sind Sie? Ich vergaß meinen Namen. Und auch, wer ich bin. Oh. Das tut uns aber leid für dich. Nanu? Was ist das denn für ein Ding? Sieht aus wie eine Feuerqualle. Meint ihr, da sitzt ein Pilot drin? Nein. Da hat sie recht. In einer so widerlichen Energiekonzentration kann sich kein Mensch aufhalten. Eine Bombe! Lauft weg! Sieht so aus, als wäre das wirklich eine Bombe gewesen. Das wird ein Pilz. Und er starrt uns an. Oh,
Jetzt ist aber nicht nett. Ob er wohl vorhat, uns was zu tun? Ja, sieht leider so aus. Er greift an. Du bist mir gleich ziemlich komisch vorgekommen. Das war doch nichts Besonderes. Ich kann nur ein bisschen Ki gehen. Ich habe diese Kampfkunst eine Weile trainiert. Andere sind besser als ich. Oh Mann, du kannst Ki gehen? Mhm. Überlebt. Bitte helfen Sie uns! Es hat sich bewegt. Zeul! Gib mir Magie! Ist bereit! Was ist Magoon? Um dich zu bekämpfen, wurde das richtige Zeul gewählt. Das ist der Ursprung allen Seins, Mother Black. Und das ist die alles versengende Hitze, Fire Red. Schließlich der kritische Punkt von allem, Burning Gold. Wirklich ein erstaunlicher Energiefluss. Verbrenne. Ich rufe dich. Phoenix! Magie. Das ist Katze.
Ja, ich bin KC. Grenzenlos. Fantasy grenzenlos. Hört nun meine Prophezeiung. KC ist sein Name. Er ist ein Zerstörer. Jedes Wesen, Mensch oder Tier, das sich ihm in den Weg stellt, wird vom Säul vernichtet werden. Magun, der Mann des schwarzen Windes. Ich führe euch weiter durch Final Fantasy grenzenlos.